Herzlich willkommen auf den Malediven zu unserem Luxusurlaub. Und ich will in diesem Video mal mit dir drüber sprechen, was kostet so ein Luxusurlaub auf den Malediven, was haben wir alles gebucht, was war alles dabei. Und am allerwichtigsten, denn das ist der Grund für dieses Video, ich wurde auf Instagram ein paar Mal gefragt, hey, was braucht man, Konstantin, wie viel Geld muss man verdienen, wie viel Geld muss man beiseite haben, um sich so einen Urlaub leisten zu können. Das alles erfährst du in diesem Video. Let's go. Also, wir sind hier auf den Malediven mitten im Indischen Ozean, oder? Mitten im Indischen Ozean, ganz wichtig, wir fliegen immer über unseren Hochzeitstag, das ist im Juli. Da ist tatsächlich Regenzeit, das heißt, es macht jetzt nicht so viel Sinn, in der Regenzeit hierher zu fliegen. Ich war immer ein Regenzeit-Skeptiker, Regenzeit-Leugner, aber es regnet tatsächlich ab und zu. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber wenn das quasi so Once-in-a-Lifetime-Sache ist, dann würde ich auf jeden Fall nicht im Juli hierher fliegen. Aber so viel kurz dazu. Ansonsten, du siehst, wir haben hier wirklich türkisblaues Meer. Wir haben einen komplett weißen Sandstrand, der wird jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend gibt es so Angestellte hier, die wirklich hier mit dem Rechen drüber gehen und den Strand sauber machen. Du siehst auch vielleicht hier hinter uns, wenn du dich mal kurz umdrehst, wir sind hier wirklich, ja, das ist immer noch Dschungel. So, die Insel hat insgesamt einen Umfang von, ich glaube, roundabout 1 Kilometer. Das heißt, kannst du ungefähr ausrechnen, wie lang und wie breit die ist. Wir gehen hier mal joggen. Das heißt, eine Runde ist 1 Kilometer. Ja, ist auch geiles Training, weil du halt hier im Sand joggen gehst. Wir haben jetzt hier gerade Ebbe, da ist es ein bisschen einfacher. Ich bin bei einem Tropensturm und bei Flut war ich joggen. Das war auch ziemlich geil, ehrlich gesagt, war richtig heftiges Training. Genau, so viel dazu. Hier gibt es eigentlich so gut wie immer All-Inclusive-Buffet. Das ist auch das, was wir gebucht haben. Das heißt, du kriegst halt die ganze Zeit Essen und Getränke, hast es halt einmal im Vorfeld bezahlt. Und das ist hier mit dabei. Genau, dann, es gibt so quasi Wasserbungalows und Strandbungalows. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wir können vielleicht irgendwann, wenn wir später noch was filmen, mal die Bungalows filmen. Aber du hast ja, glaube ich, in einem anderen Video von mir schon gesehen, wie die Bungalows aussehen. Genau, im Endeffekt, alle Inseln auf den Malediven sehen irgendwie gleich aus. Auch alle Resorts, die auf den Malediven sind, sehen irgendwie gleich aus. Also da, glaube ich, kann man nicht so viel falsch machen. So, jetzt kommen wir aber mal grundsätzlich zu diesem Thema Maledivenurlaub. Ab wann kann man sich das leisten? Was kostet das Ganze und so weiter? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war ein Maledivenurlaub immer ein extrem großer Traum. Ja, weil ich komme aus Bayern, wir haben keine weißen Sandstrände und ich kenne das, so wie es hier aussieht, eigentlich nur von Postkarten, okay? Auch so eine Schildkröte in echt, wir waren vor 2 Tagen tauchen, da haben wir einfach 2 Schildkröten so in echt gesehen. Das war richtig krass, morgen gehen wir nochmal, wir haben so einen Private-Trip gebucht, wo wir quasi mit so einem Guide wirklich alleine zu zweit, nur meine Frau und ich, halt schnorcheln gehen, zu so einem Schildkröten, weiß ich nicht, wo die halt sind. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich raus wollte. Ach ja, genau. So, das ist ja so eine Once-in-a-Lifetime-Sache. Ja? Also die wenigsten Leute fliegen ja ein- oder zweimal im Jahr auf die Malediven, sondern das macht man ja nur einmal. Deswegen finde ich, wenn man es schon macht, dann sollte man es auch geil machen. Was gehört für mich dazu, dass man sagt, okay, es macht es wirklich geil? Also pass auf. Ganz kurzer Einschub. Ich habe für dich einen kostenlosen PDF-Guide erstellt, wie du es schaffen kannst, in 7 Schritten finanziell frei zu werden als Hochpreis-Closer. Sichere dir jetzt dein kostenloses Exemplar. Den Link zum Download findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Sichere dir also jetzt dein kostenloses Exemplar, in 7 Schritten finanziell frei werden als Hochpreis-Closer. Erstens, du solltest auf jeden Fall einen eigenen Bungalow Minimum am Strand haben. Okay, weil es gibt auch Bungalows jetzt hier nicht auf dieser Insel, aber auf anderen Inseln. Da gibt es Bungalows innen drin quasi im Dschungel. Das heißt, du hast keinen Meereszugang. Das ist halt voll lame. Das heißt, du brauchst mindestens mal einen Beach-Bungalow, heißen die im Regelfall, oder Beach-Villa. Oder wenn du richtig fancy sein willst, dann auch so eine Wasservilla, wo du quasi auf so Stelzen im Wasser bist. Bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fan davon. Ich finde die Beach-Bungalows geiler, weil ich gehe gern, wenn ich rausgehe, an den Strand und nicht gleich ins Wasser. Genau. Also du brauchst auf jeden Fall so erste Reihe quasi so ein Bungalow. Zweitens brauchst du auf jeden Fall All-Inclusive, buch auf keinen Fall Hub-Version, weil, ja, keine Ahnung, da musst du halt voll viel zahlen und so, das ist mega teuer, zum Beispiel so Jetski fahren oder so, kostet, glaube ich, 400 Euro die Stunde oder so, oder 500 Euro die Stunde, also das macht keinen Sinn, wenn, dann bucht das alles im Vorfeld. So, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, du solltest auf jeden Fall ein 5-Sterne-Resort buchen und auf keinen Fall irgendwie 3 Sterne oder so. Warum? Naja, weil 3 Sterne, dann kannst du auch, keine Ahnung, kannst du auch auf dem Campingplatz so. Du willst ja was Geiles, wo, hier ist Personal, hier werden die Bungalows, werden zweimal am Tag gereinigt zum Beispiel.
Du hast Roomservice, du hast alles dabei, was du dir vorstellen kannst. Und ja, das willst du halt dabei haben. Ansonsten, wie gesagt, das ist ja so eine Once-in-a-Lifetime-Sache, dann willst du es einmal geil machen. So, dann kommen wir noch zu den Flügen. Bei den Flügen musst du dich halt entscheiden, willst du Holzklasse fliegen oder willst du Business Class fliegen? Ich erkläre dir ganz kurz, was die Flüge sind. Es gibt im Endeffekt immer zwei Flüge. Der erste dauert im Regelfall so circa 6 Stunden. Und dann landest du entweder in Dubai oder in Doha. Je nachdem, mit welcher Airline du fliegst. Und dann von Dubai oder Doha aus fliegst du noch einmal circa 4-4,5 Stunden nach Male, also zur quasi Hauptstadt, ja, der Malediven. Und von dort aus fliegst du nochmal mit einem Inlandsflug auf einen kleineren Flughafen. Von dort aus wirst du dann mit Wasserflugzeugen oder mit Booten quasi hier auf eine dieser Inseln verteilt. Du kannst dann auch noch ein privates Wasserflugzeug buchen, anstatt dich mit einem Boot hierher liefern zu lassen. Aber das lasse ich jetzt mal weg, weil das für die meisten nicht realistisch ist. Ja? So, willst du jetzt in einem 10-Stunden-Economy-Flug dir den Rücken kaputt machen? Willst du in einem 10-Stunden-Economy-Flug, keine Ahnung, irgendwie neben jemandem sitzen, der eigentlich 2 Plätze braucht? Oder der die ganze Zeit schnarcht und dir dann auf die Schulter sabbert, also ich nicht. Das heißt, du musst eigentlich Business Class buchen. So. Und wenn du das alles machst, weil ich gehe jetzt mal davon aus, mit 2 Leuten, ja, weil du wirst jetzt kaum alleine auf die Malediven fliegen. Wenn du das mit 2 Leuten machst, würde ich ungefähr, und du machst das, was ich gesagt habe, also Business Class, 5-Sterne-Resort, mindestens Beach Bungalow, All Inclusive und dann hast du 2, 3 kleinere Sachen, dann solltest du auf jeden Fall um die 7.000 Euro einplanen für 2 Personen. Damit es geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Business Class realistisch ist. Ich habe viel über meine Amex-Punkte gemacht. Also ich logischerweise zahlt es ja nicht. So. Aber du solltest schon so 7.000 bis 9.000 Euro ungefähr einplanen für, sagen wir mal, 9 bis 10 Nächte ungefähr. Wenn du 14 Tage hier bist, dann wird es logischerweise teurer. Wir sind hier, glaube ich, 9 Nächte oder so. Aber es reicht, Mann. Was willst du hier 2 Wochen auf einer Insel, Mann? Da wirst du nur fett und kannst nichts machen und so. Ah ja, genau. Und du willst auch noch ein Resort, wo du Sport machen kannst. Das ist auch ganz wichtig. So. Also da bist du irgendwas. Wir zahlen jetzt für unseren Urlaub hier roundabout, glaube ich, 7.000 bis 9.000 Euro ungefähr. Ich habe aber auch, was die Flüge angeht, viel über meine Amex-Punkte gemacht. Ja, aber trotzdem, es soll ja Spaß machen. So, wann kannst du dir jetzt einen Urlaub für 7.000 bis 9.000 Euro leisten? Also ich würde jetzt mal behaupten, du solltest mal mindestens 2 Jahre am Stück circa irgendwas an die 10.000 Euro netto im Monat verdienen. 2 Jahre am Stück. Weil dann hast du es dir erstens verdient, zweitens, dann weißt du, was du dafür getan hast, um dir hier sowas leisten zu können. Wenn du jetzt mal, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Euro beiseite hast und du buchst dir sowas, dann finde ich es ehrlich gesagt ziemlich dumm. Sag ich dir ganz ehrlich. Und ich sehe hier so viele Leute, die sich hier diesen Urlaub hier vom Mund weggespart haben. Und ich denke mir so, Alter, für eine Woche oder für 2 und dann sind, keine Ahnung, 7.000, 8.000, 9.000 Euro weg, dafür, dass du eine Woche auf einer Insel warst. Stell mir vor, was passiert wäre, wenn du diese 7.000, 8.000, 9.000 Euro in deine Skills investiert hätte. Wenn du das Geld investiert hättest, um Closen zu lernen. Dann würdest du das 10-fache oder das 100-fache von dem, was du aktuell auf dem Konto hast, auf dem Konto haben. Und könntest dir sowas jedes Jahr einmal leisten. Überleg mal, wie absurd das ist. Wir haben auf dem letzten Malediven-Urlaub Leute kennengelernt. Wir nannten die mal die Paschulkes. Die haben gesagt, sie sparen das ganze Jahr dafür, dass sie einmal im Jahr hier zu zweit 2 Wochen herfliegen können. Das ganze Jahr sparen die sich das Geld vom Mund weg. Und ich meine, um Gottes Willen, ne, jeder kann mit seiner Kohle machen, was er will, es geht mir nichts an, aber wo ich mir denke, Alter, wenn du das Geld in deine Skills investierst, dann 10-fachen Return rausholst, dann kannst du das einmal im Jahr machen. Du kannst es auch 2-mal im Jahr machen. Ich mache es auch nur einmal im Jahr, weil es ehrlich gesagt echt schon ein krasser Flug ist und ich fliege nicht so gerne. Aber geldtechnisch easy, überhaupt kein Problem, kann ich das jeden Monat machen. Ich kann auf fucking Malediven wohnen, okay? Aber verstehst du, also wenn du jetzt 20.000, 30.000 Euro beiseite hast, brauchst du es nicht machen. Investier das Geld lieber in deine Skills, das ist besser angelegt dafür, dass du dir das dann 1-2 Jahre später einmal pro Jahr leisten kannst. Verstehst du? Weil das ist einmal was du investierst in dich selbst, in deine Skills und dann kannst du sowas ständig machen. Gut, das ganz kurz zu diesem Thema, meine 5 Pfennig dazu. Wenn du Bock hast, Hochpreis-Closer zu werden, wenn du Bock hast, so viel Geld zu verdienen, dass du dir das einmal im Jahr leisten kannst, meinetwegen 2-mal im Jahr, wenn du Zeit hast, dann geh jetzt auf hochpreis-closer.de, wird hier eingetragen. Das hier brauche ich übrigens noch, das ist mein Verkaufsskript. Das ist wirklich mein Sales-Skript. Das werde ich jetzt dann gleich benutzen.
damit wir im Urlaub ein bisschen Geld verdienen. Habe ich zwar schon, heute ist Donnerstag, wir haben es diese Woche 16.000 Euro verdient. Das ist eigentlich völlig absurd, ne? Naja, egal. Hochpreis-closer.de. Wenn du Bock hast, dann trag dich jetzt hier ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Schauen wir mal, ob wir dir weiterhelfen können. Bis zum nächsten Video. Dein Konstantin. Servus, ciao.